Oh yeah, Halloween. Haben ein paar Leute eines unserer Autos mit Ketchup beschmiert. Ja, zum Glück nicht meins. Vor allem ist ja nicht so, als würden wir nichts geben. Halloween haben wir immer. Süßigkeiten da, wenn jemand klingelt. Ah, Mann. Aber es ist trotzdem ärgerlich, sowas. Vor allem so eine Schweinerei muss wirklich nicht sein. Wow, okay, wir haben genug Zeugs noch. Gut. Mann, das regt mich ein bisschen auf. Naja. Doch, das ist schon Weizen. Ich war jetzt ein bisschen panisch, aber ich habe ja das da gepflanzt erst. Gut. Hey, Baum. Hallo. Der schmilzt gemütlich. Wie sieht's mal aus mit Biomasse? Gut, bald haben wir das erste bisschen davon. Jetzt fehlt mir nur noch ein bisschen Kaktus. Kaktus haben wir ja schon mal irgendwo. Muss ich mal ein bisschen Kaktus einheizen, fällt mir ein. Kaktus? 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 Wo habe ich denn den hin? Kaktus? 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 Ich habe keinen Kaktus mehr. Ach ja, kann sein, dass der eventuell dem einen Dings zum Opfer gefallen ist. Solange die Creeper nicht da oben explodieren, habe ich keine Probleme damit. Ich nehme mal besser ein bisschen Platz frei, dann kann ich das gleich wieder neu platzieren. Ich finde das immer noch lustig mit den Endermen. Wie die überall die Blumen verteilen. Aber das Coole ist, Endermen können die ja sogar auf Stein platzieren. Die Blumen. Das heißt, wenn man irgendwo auf Stein eine Blume wachsen sieht, weiß man, Hallo Enderman. Oh, da drüben ist auch ein Hallo Enderman gewesen mit Erde. Erst klauen sie mir das ganze Zeugs und dann? Dumme Viecher. Enderman, ich habe nichts gesagt. Oder habt ihr irgendwas gehört? Ich höre euch nicht. Okay. Also hab ich, also ja. Also die, ich habe in. Ja. Gut, ich bin heute so durcheinander. Ich sollte nicht zu viel aufnehmen. Ich brauche meine Wooden und eine Stone Transport Pipe. Das heißt, ich brauche zwei Glas, bisschen Holz. Wooden Transport, dann brauche ich ein bisschen Stone. Ich nehme jetzt einfach den normalen Stein, das ist mir jetzt wurscht. Nein, das war nicht sinnvoll. Ich brauche geschmolzenen Stein. Ich habe hier welchen. Ich glaube, doch, normalerweise müsste das auch gehen. In der Theorie. Das funktioniert schon mal. Jetzt fehlt nur noch das hier. Geht es mit Cobblestone Pipe auch? Ja, geht auch. So, jetzt muss ich mein Inventar mal sortieren. Obsidian, Holz, Kaktusgrün, Bone Meal. Enderperle, Glas. Okay. Dann kann ich meinen Stein natürlich noch lagern. Weil jetzt, und dann brauche ich natürlich noch einen Wooden Engine, aber da kümmere ich mich dann drum, wenn ich Zeit habe. Für den Augenblick bleiben wir erstmal bei dem, was wir haben. Aber dass wir nur aus Holz Gold gemacht, Diamanten hergemacht haben, ist schon praktisch. Eigentlich brauche ich die Pipe hier überhaupt nicht. Was ich jetzt brauche, ist ein, wäre eine ganz bestimmte Maschine, und zwar. Wie nennt sich dieses Ding nochmal? Centrifuge, Carpenter, Biogas, Generator, Rain Tank, Bottler, Still. Still! Okay, das ist einfach nur Still Maschinen. Das ist vier Eisen. Ich glaube, ich habe nicht genug. Schade. Egal, wir können welches herstellen. So, damit jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei noch da rein. Passt. Und schon haben wir Bronze. Dann brauchen wir vier Redstone. Vier Redstone, da habe ich eins drin. Da muss ich dann einen Glowstone Dust hernehmen. Glowstone Dust und das gibt Redstone. Vier Redstone in die Ecken. Jetzt brauche ich ein bisschen Glas. Glas habe ich aber keins mehr, glaube ich.
So. Dann muss ich halt welches herstellen. Sand müsste ich noch irgendwo haben, hoffe ich. Ja, da. Gut, 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hier und das hier. Glas. Dann brauche ich meine Sturdy Machine. Kombinieren wir mit Glas und Redstone. Und schon haben wir eine Still. Hey, Enderman, schön dich zu sehen. Punkt, 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 mehr oder weniger. Ich weiß noch nicht, was du hier willst, aber. Okay, Still. Da kann man. If you are stuck with the remaining liquids in a machine's tank, you can click the tank with a prepared to empty it. Yep, das passiert manchmal. Manchmal steht, hat man noch so einen winzig kleinen Rest drin. Frag mich nicht, warum man im Forestry-Inventar keine Dings sieht oder so Bugs hat, aber egal. Und damit kriegen wir das raus. Shared, yep. Egal. Dem Dings ist ja wurscht. No matching recipe was found for the supplied Dings type. Yep, ich brauche jetzt meine Wooden. Moment, ich brauche mein Crafting Table. Hier drüben. Das kann ich einfach nicht haben, wenn kein Crafting Table da ist. Ich muss immer über ein Crafting Table haben. Das ist einfach so eine Eigenheit von mir. Eins davon, eins davon. Kein Holz mehr. So, ein bisschen was herstellen. Drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins und eins gibt Kolben. Jetzt brauche ich wieder zwei Gears. Diesmal nur Wooden. Dann brauche ich eigentlich fast noch einen Lever. Wo habe ich mein Stück für verbraucht? Ist ja egal, ich kann die einfach hernehmen. So. Und dann brauche ich noch. Glas habe ich noch, sehr gut. Habe ich schon wieder kein Holz mehr. Krummel! So, wandel mal ein bisschen mehr um. Eins, zwei, drei. Das hier. Wooden Engines und das hier. Gibt eine Redstone Engine. Die, ich aber noch drehen muss. Wofür ich mal ein Stone Gear brauche. Und dann brauche ich noch drei Eisenbarren. Eins, zwei, drei. Hup, Wrench. Wrench down. So, und der sollte jetzt automatisch diesen Liquid abpumpen, die Biomasse und die hier rein tun. Und jetzt fehlt nur noch Power dafür. Man kann sich übrigens hier anschauen. Die Hitze erhöht sich nicht. Das ist gut. Damit heißt es nämlich, die explodiert nicht. Das war früher nämlich anders, da wurden die nämlich immer warm. Fällt mir ein, ich kann hier nochmal die Hälfte dazu tun. Und dann bräuchte ich fast noch so einen Engine. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Schöner Engine. Dann brauche ich zwei Stone Gears. Weil ich will das jetzt einfach betreiben. Ich will Biofuel herstellen. Und mit Redstone dauert es etwas lang. Und dann das Glas habe ich. Und da bringe ich nochmal drei Kabel. Gut. Sobald ich einmal anfange, meine Sachen zu bauen, bringe ich es andersrum. Stimmt, mir fällt was ein. Das habe ich noch nie gemacht gehabt vorher. Geh du nach unten. Du brauchst den Redstone Engine nicht anfeuern. So. Der wird jetzt automatisch das Zeug verbrennen. Requires Energy. Yep, man sieht, wie weit es ist. Und dann wird es hier Biofuel herstellen. Man sieht schon, das erste bisschen. Normalerweise könnte ich, wenn ich jetzt mir noch mal ein bisschen Zeugs holen würde. Ich schlafe mal lieber durch die Nacht. You can only sleep at night. Octopi was slain by Enderman. Hui. Ich glaube, ich sollte auf. Oh. Auf Minecon das Enderman gehen. Don't look at me. Don't look at me. Don't look at me. No, 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 no. Okay. In dem Stil fast. Jetzt brauche ich dann einmal Wooden. Waterproofing. Dann brauche ich ein bisschen Tank.
Tanks gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten im Moment. Im Moment, ich würde für die eine Version tendieren. Ups, ich vergesse es immer wieder. Und zwar brauche ich. Ja, ich schmelze jetzt einfach mein ganzes Glas ein, das ich noch habe. Ich weiß, es ist ein bisschen verschwendet, aber nicht so notwendig. Da war jetzt ein Problem. Hey, Creeper auf mein Dach! Wohin du gehen? Wenn er runterfliegt, stirbt er. Und zwar brauche ich jetzt 8 Glas für einen Augenblick. Halt dich ran, halt dich ran, halt dich ran. So much fun it is to ride on one as opens late. Gut. Nachdem wir die Gesangseinlage wieder hinter uns haben. Ich hoffe, ich werde nicht wieder durch einen Enderman, der sich vor mich teleportiert. Das verhindere ich jetzt mal besser. Wo war ich? Ach ja, Kolben. Jetzt brauche ich wieder 2 Gears. Ich muss das auch da wieder rauskriegen. Dann brauche ich noch einen Schalter. Das und ein bisschen Glas und 1, 2, 3 und 1, 2 Motor. Es gibt so Rezepte, an die gewöhnt man sich irgendwann. Ansonsten die Engines, ich weiß nicht, wie man auf dieses Rezept kommt, aber. So. Du kannst dich auch schon mal aufheizen. Das Einzige, was passieren wird, ist, diese Pipe wird sich voll machen, wird sich voll füllen. Und das ist kein großes Problem bisher. Und ich brauche hier unbedingt mehr Holzkohleproduktion. Wenn man mit so einer Baumfarm arbeitet und dann hier die Coke Ovens nimmt, das wäre praktisch. Ah, ich bräuchte unbedingt Dings. Red Power. Damit wäre das so viel einfacher. Tank. Unser erster Tank. Die Tanks können, glaube ich, 10 Liter Energie speichern. Einmal liegt 1. Hat schon seine Vor- und Nachteile, aber trotzdem. Yep, es ist noch zu wenig, um daraus was zu machen. Und es gibt halt die Railcraft Tanks und da passt dann schon mal über 2 Millionen, nein, über 2000 Liter rein. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen der. Scary Creeper 2. Ich kann mich hier hinter Enderman verstecken. Die schießen immer auf die Turtle. Total interessant. Wie viel Knochen hier drin sind oder wie viel Schwarzpulver auch. Hallo Enderman, was macht ihr eigentlich da? Die haben die Erde wieder abgebaut. Wo steht jetzt dieser Erdblock? Wahrscheinlich auf dem Dach. Immerhin werden sie hier keine Erde mehr wegnehmen, außer die beiden eventuell. Weil Farmland können sie, glaube ich, nicht aufheben. Ja, wenn man Fermenter und so Maschinen hätte, die so die Produktion von dieser kleinen Dings nur weghauen wird, dann hätte man ordentlichen Surplus auf Fuel. Jetzt zum Ende werden ja warm. Sieht die, hier sind immer alle kalt. Das ist das Gute. Und das Wasser Supply, so wenig Wasser wie hier verbraucht wird, man merkt es immer wieder mal ein bisschen. Das füllt ja so schnell nach. Naja, immerhin haben wir jetzt schon mal Biofuel-Herstellung. Man könnte natürlich das noch an einen Bottler anschließen, der könnte das dann abfüllen. Nicht, dass es absolut unnötig wäre, wenn man einfach Cans da rein platzieren würde, aber naja. Brauchen wir hier Sticks drin? Lecker, lecker. Boah, ich muss mal irgendwas mit dem ganzen Zeugs machen. Das ist das Coole an Better Than Wolves. Weil man da das nämlich loswerden kann. Da kann man das wirklich gut loswerden. Hey, liebe Viecher, herzlich willkommen. Wie geht's euch? Cool. Ganz schön viele Antworten, wie ich jetzt erhalten habe. Hey, Enderman, fühlst du dich da nicht ein bisschen unwohl?
Explosionsgeschädigt. Ich glaube, das ist ein bisschen taub. Oder alle drei sind ein bisschen taub. Okay, Zombie, du mit dem Dingsuit bist nicht sonderlich angsteinflößend. Nicht so wie die anderen Viecher. Boah. Ja, ich sollte mich mal wieder konzentriert um eine Sache kümmern. Und zwar sollte ich eigentlich... Creosote, 5 Liter haben wir wieder. Cool. Eigentlich wollte ich einen weiteren Tank bauen. 2 weitere Tanks, 3 weitere Tanks so ungefähr. Eins brauche ich noch, danke. Dann kann ich die Tanks bauen, die ich haben will. Und dann haben wir schon wieder was abgeschlossen. Damit haben wir grundlegende Forestry-Maschinerie. Frag mich nicht, was wir mit dem machen werden danach. Aber irgendwas werden wir damit anstellen, mit dem Fuel. Und, ja, ich weiß sogar, was wir damit anstellen, wenn wir Lava herstellen. Nein, wir haben was Besseres. Ich weiß schon genau, was ich damit anstellen will. Enderman? Glitchy glitchy, durch den Boden hindurch. Boop. Und runter ist er. Enderman, da ist kein Boden. Gut, ich lasse es jetzt einfach mal den Enderman so stehen, wie er ist. Ah, jetzt steht er wieder. Aber ich finde es cool, dass sogar die Enderman-Farm funktioniert. Aber wie viele Pfeile in diesem Dings jetzt schon drin stecken? Der Turtle. Müsste ihr da in meinem Weg rumstehen? Gegner? Das muss doch nicht unbedingt sein. Außerdem könnten wir mal was mit dem ganzen Holz machen. Use. Man könnte Barrels machen, man könnte First Suspect Pack, Obsidian. Und man kann es schmelzen. Stimmt, mit den Barrels, das wäre gar keine schlechte Idee. So, und wisst ihr, was wir in dem Barrel hier lagern werden? Richtig. Holz. Auch wenn ich noch eine andere Sache brauche. Und zwar brauche ich dafür dann nochmal so ein Dings. Nochmal ein Barrel. Was ich dazu sagen sollte, Doppelrechtsklick, man füllt die Sachen auf. 180, 256. Kein Inventarplatz mehr. Mano. 500 und 200, das geht ja direkt. Und die nehme ich auch nochmal mit. Damit hat man einen ordentlichen Wert. Natürlich kann man mit dem auch was anstellen, aber für den Anfang wollte ich es einfach mal lagern. Weil lagern ist cool, stimmt's, Enderman? Wegteleportieren ist feige. Weißt du das, Enderman? Jupp, wir haben schon einen Bucket mitnehmen können. Ich weiß auch genau, was man damit herstellen kann, aber ich weiß nicht, ob... Ich weiß leider nicht, wie effektiv das funktionieren wird. Eventuell brauchen wir deutlich mehr Produktion, ist das. Leute, ihr erschreckt mich. Gut, wir könnten natürlich mal anfangen mit dem, was habe ich noch gesagt? Unsere Festung, aber das wollte ich erst später machen. Wir könnten anfangen, unsere Raycraft-Tanks zu bauen. Und für Raycraft-Tanks brauche ich mal gerade ein paar Sidings, ein paar Backsides. Advanced Detector muss ich auch mal irgendwann bauen, damit ich das automatisch abwerfen kann. Farmer Module? Nein, ich wollte jetzt kein Farming Module machen. Ich wollte Raycraft bauen. Teakwood, Limewood, Trailwood, da gibt es schon Setzlinge für, aber die bringen halt noch nichts. Calcinator, den kann man auch noch nicht bauen. Und der nützt auch nichts, aber das wird schon noch irgendwann. Ich wollte haben Liquid Fueled Firebox irgendwann.
Die wird cool. Da kann man mit Biofuel arbeiten. Liquid Loader, Advanced Loader, Unloader, Liquid Fuel, Firebox, Boiler, Tank. Dafür braucht man Iron Plates. Iron Plates, wir wissen doch noch, wie man die baut. Stimmt's? Baue dafür mal nur ein bisschen Eisen. Und ich sollte mal durch die Nacht schlafen so lang. Oh, ich finde es schade, dass wir kein Red Power haben. Sonst würde ich hier nämlich einen automatischen Mossy-Kabel-Generator bauen. Ich weiß zwar, dass wir... ne, wir haben hier gar keinen ersten Mossy-Kabel. Weiß gar nicht, ob man den herstellen kann. So, einige von den Dingern. Ich brauche ja Eisen, habe ich gesagt. Und dafür heißt es Obsidian Farm. Obsidian Farming ist fast abgeschlossen. Oh, mein Dings geht gleich kaputt. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nur, dass ich für den im Notfall noch einen hab. Einen Goldbarren. Das Mustern habe ich schon, die anderen habe ich auch noch genug. Gut. Wir wissen ja noch, wie das ging. Dazu brauchte man gerade mal das hier. Und man sieht, wie schön das gedrained wird. Iron Plates, danke. Use. Man kann Iron Tank Walls machen oder man kann Iron Gorge machen. Oder man kann Valves machen. Die werden wir auch später mal brauchen. Steam Engines und Low Pressure Boiler. Was ich will jetzt einfach mal. Haben wir dafür, haben doch noch ein bisschen davon. Ich finde es cool, dass die gleich viel kosten. Ob man das hier macht, vier von denen holt oder vier von denen holt, ist das gleiche. Wir werden einige brauchen. Ich werde mal eine neue Kiste dafür anlegen. Ich habe kein Material mehr da. Da werde ich jetzt einfach mal das Zeugs reinballern, was ich nicht brauche für einen Augenblick. Enderman, ich habe dir schon mal gesagt, teleportiere dich nicht immer vorne an meine Nase. Das kann ich nämlich nicht haben. Und dann schaue ich dich immer an, ohne dass ich das will. Hey, wer wird dich schon anschauen, Enderman? Tut mir leid, aber ist einfach so. Zwo, 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 zwo. Bin ich irgendwo noch Holzkohle? Du, schmelz jetzt mal Holzkohle, bitte. Ich dachte, ich hätte hier irgendwo Holzkohle eingeschmolzen. So viele Endermen hier überall. So, Holzkohle. Noch ein Stück. Wir stellen jetzt einfach mal ein paar von den Dingern her. Von den Sidings. Ich brauche ein paar. Und das heißt, wir werden welche brauchen. Weil ich will damit irgendwas lagern. Steam zum Beispiel könnte man gut lagern. Ich bin mir nicht vor, dass sie keinen Cobblestone aufheben. Früher haben die ja sogar Diamantblöcke aufgehoben. Hey, Creeper! Enderman, warum schachtelt ihr euch eigentlich direkt hier vor meiner Basis? Boah, ich hab dich doch gar nicht angeschaut. Ich hab dich nie weder angeschaut noch angegriffen. Ich muss mich nur hier auf die Mitte meiner Plattform verstecken. Wenn ich sonst nämlich drauf gehe, oder wenn ich sonst wenn ich drauf gehe, nämlich ein Problem habe. Keine Enderperle, aber wenigstens wieder eins von den Dingern. Schön. Aber die Dinger sind super praktisch. Ey, Enderman, du weißt schon, dass du vorsichtig sein musst mit den Bäumen hier. Die wachsen schnell mal in einen rein. Gut, wie sieht es mit meiner Biofuel-Produktion aus? Es wird noch eine Weile so gehen, aber wir werden uns, wie gesagt, demnächst kümmern. Die Engines sind halt sehr, sehr schwach. Biomass ist fast voll und dann wird sich das ja auffüllen und ja, irgendwann wird es dann schon laufen. Gut, aber ich bin zufrieden, wie das aussieht. Da haben wir einen Mob Tower. Dann haben wir da ein Haus. Ein episches Haus. Also ein schwebendes Haus muss man auch erstmal haben.
Also, ja, also ich finde das cool. Das ist ja langweilig. Das ist cool. Und das ist epic. Minus eins. Okay. Epic minus eins, das muss ich mir merken. Wo waren wir eben? Boah, Leute, 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 bin ich heute durcheinander. Stell noch eins weiteres her. Ich habe keine Probleme damit, wenn da nichts mehr drin ist. Wir werden auf jeden Fall mal die ganzen Sidings bauen. So, man kriegt also für 9 Stück 4 Platten immer. 40 Stück. Wie viel brauche ich eigentlich, wenn ich einen kleinen 5x5 Tank... Ich mache 9x9 Tanks. Ich mache 9x9 Tanks. 9x9 ist 81, 81 und 8 in die Höhe. Oder war noch? 9x9 ging doch schon. Naja, ich werde es nachschauen, aber wir werden hier episch viel machen. Sieht, der hier ist noch nicht unbedingt 100% effektiv. Nehmen wir kurz die Bones raus und drain das mit den Knochen. Ich finde es cool, wie die Dinger auf und zugehen. Schade, dass die Holzlager-Dinger nicht mehr gibt. Die waren cool. Es gab übrigens auch ein Update, aber das war nichts Wichtiges. Deshalb habe ich es noch nicht reingetan. Da fällt mir ein, ich könnte die mal ausmachen. Der muss nicht laufen, weil hier sind schon 500 Mega-Joule drin. Minecraft-Joule drin. Naja. Okay, ich mache nochmal eine ganz kurze Pause. Ich bin halt irgendwie so durcheinander. Tut mir leid. Bis gleich.